Yeehaw! Und herzlich willkommen zurück zu Spray City's Most Unwanted. Heute entscheidet sich schon für unsere drei turtelnden Traumpärchen, ob es die Liebe für immer oder doch wieder nur ein amoröser Fehlschlag war. Wir schalten jetzt live zu Frank und Bo. Frank! Sag mir doch, welche Fortschritte habt ihr zwei denn nach deinen ersten unbeholfenen Annäherungsversuchen gemacht? Ja, erstmal hallo Jessica. Nachdem ich anfangs also recht zuversichtlich war, dass das mit mir und der Bo auch was werden könnte, weil sie ist doch eine ganz liebliche Person, bin ich dann später nach hin und her, vielen hin und her Dingen zu dem Entschluss gekommen, dass es mit uns halt doch eher keine Zukunft hat. Oh, das ist aber schade, Frank. Ja, sehr schade. Ja, aber sag mir, hast du denn wenigstens etwas aus diesem kleinen Abenteuer für dich mitnehmen können? Na los, sag's ihr. Ja, dass Frauen selbstständig, stark und unabhängig sind. Und? Kein Mann brauchen. Und? Ich alt genug bin, um bei meiner Mutter auszuziehen. Sehr gut, Frank. Ich bin stolz auf dich. Toll, toll, toll. Herzlichen Glückwunsch, Frank. Und Bo, vielleicht noch ein paar letzte Worte von dir. Hallo, Jessica. Du siehst heute wieder rattenscharf aus. Danke. Ich hole dich um 6 ab und dann reiten wir gemeinsam auf meiner prächtigen Stute in den Sonnenuntergang. Ohne Sattel. Howdy, howdy, ho. Also zu so einem steilen Stell dich ein, sag ich nicht nein. Bis später. Und wie schaut es bei unserem schnieken Schnauzbartträger Kalle und seiner Trish aus? Wahl, Wahl, Wahl. Ich höre immer nur die Wahl. Du hast die ganze Woche keinen Moment Zeit für mich gehabt. Das stimmt doch gar nicht. Es gibt einfach wichtigere Dinge als diese blöde Show hier. Die blöde Show? Das heißt, du interessierst dich überhaupt nicht für mich? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Aber so gemeint. Kalle, ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dieses Theater. Ich muss los. Ich muss dafür sorgen, dass diese Stadt endlich den Sheriff bekommt, den sie verdient. Mist. Jetzt habe ich die Zügel für meinen Mustang vergessen. Würdest du mich bitte nach Hause reiten, Kalle? Ich dachte eigentlich, dass du mir nach Hause reitest, wenn du verstehst, was ich meine. Vergiss es! Mensch, dann warte, das war ein Scherz, Kritsch! Eieiei. Auch bei den beiden scheint Amor seinen Pfeil daneben geschossen zu haben. Schade. Bleibt uns nur noch zu hoffen, dass unser tolldreister Taugenichts-Micha mehr Glück als Verstand bei seiner Shelly hat. Wir drücken ganz fest die Daumen. So, Micha, jetzt spreche bitte dein Gelübde. Ich verspreche dir die Treue im guten wie im schlechten Wedding, bis dass der Tod uns scheidet. Hier, trage den Ring aus Präriehund-Exkrementen als Zeichen unserer Liebe. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes erkläre ich euch hiermit zum Mann und... Stopp! Hä, was denn? Hoppo! Oh, Gott sei Dank! Sag mal, was soll das jetzt werden? Die rechte und die linke Hand des Teufels oder was? Die beiden sind gerade dabei, den Heiligen Bund der Ehe einzugehen. Solange die zwei nicht Jessica und Bo heißen, wird hier heute niemand verheiratet, ist das klar? Sonst gibt's gleich 4 Fäuste für ein Halleluja, verstanden? Was wird denn jetzt aus unserer Hochzeitsnacht? Schnapp dir doch einen deiner Kittel und mach's dir selbst. Prima, Micha, das hast du prima hinbekommen. Hä, was sag ich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Widersprich dem Vati nicht. Entschuldige, Vati. So, Trish McWedding, das war's mit unserer Abmachung. Jetzt wirst du erleben, was es heißt, wenn man den Zorn des Vatis auf sich zieht. Oh nee. Ich werd ganz nass, Vati.